So, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob es noch am selben Tag jetzt ist, aber Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier geht's weiter mit den fiesen Skeletten, die zerspringen. Und Fledermäusen, die uns rein gar nichts machen. Die sind einfach... Da drüben ist doch einer, oder? Ja, natürlich ist da einer. Boah! Boah! Hat uns zum Glück nicht getroffen. Wann treffen wir noch was, hm? Wir haben nur noch vier. Boah, ich muss mal sparen. Ich muss sparen, auf jeden Fall. Ich spare jetzt einfach und springe auf die drauf. Zwei und drei. So. Alle guten Dinge sind rein. Hier haben wir eine Uhr, die ganze Zeit durchläuft. Also so langsam bin ich auch nicht, dass jetzt die Zeit so schnell vorbeiläuft. Ha. Und den machen wir anders kaputt. Komm her. Nee, ich will dich nicht. Okay, einmal können wir ihn treffen, aber ich will nicht so viel verbraten. Ah, nein. Nur noch zwei Finger. Was kommt jetzt? Ach ja. Jetzt kommt der Fahrstuhl. So. Müssen wir aufpassen, schön. Warum auch immer uns die Knochen verletzen. Das sind eben fiese Geschöpfe und deswegen. Oioioi. Was wollte der jetzt? Na? So. Das geht doch. Läuft alles locker flüssig. Es kommt wieder einer von oben, ja? Und dann müssen wir einfach in der Mitte stehen bleiben. Oder uns so irgendwie in der Mitte halten, damit uns das Zeug nicht trifft. Bei den Knochen, da muss man einfach so ein bisschen ein Feingefühl haben für die Flugbahn. Dann geht es schon. Und hier ist anscheinend die Endstation im Stockwerk. Ich habe es nicht gezählt. Ihr dürft es mir schon gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da so viel Zeit habt, die Stockwerke zu zählen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt in einem Labor. Da ist auch schon ein riesiges Reagenzglas. Da machen wir einfach mal dieses giftige Zeug da rein. Aber müssen aufpassen, dass uns die Fledermäuse nicht fressen. Ah! Okay, einmal von dem hier. Ich sag jetzt nichts zu den Farben, ich bin farbenblind. Mehr oder weniger. Ah. Einmal noch von dem Quatsch. Und dann hauen wir noch von dem Quatsch rein und schauen, was für ein Gemix rauskommt. Genauso habe ich es auch immer in Chemie gemacht. Einfach jeden Scheiß zusammenmixen und schauen, was rauskommt. Perfekt! Ja, okay. Jetzt hier auf den Gasbrenner und jetzt erhitzen wir das mal. Und was passiert? Es glitzert, es gibt ein Feuerwerk. Aha. Ach! Es explodiert, ja. Das wäre jetzt in der Realität nicht so gut gewesen, aber es ist ja nur ein Spiel. 22! Hm. Ah, mach die Scheiße auf! Ah, nein! Ich will hier raus. Ente plus Pluto gleich Säge. Ah, durch Säge, ah! Oh, und das ist der Mad Doctor. Er wirft mit irgendwelchen Gemischen, die in Gläsern sind. Und er rastet aus, wenn wir ihn treffen. Und werft ganz viele. Das ist eigentlich kein großes Problem. Ich weiß, ich kann ihn auch abwerfen, aber... Boah. Komm, 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 komm. Explodier, explodier. Und bam. Nein. Treffst uns nicht. Erst warten, bis alles explodiert ist. Dann springen wir wieder runter. Au. Holen uns den Stern. So. Bam. Oh je, müssen wir aufpassen. Boring. Boah, nein. Habe ich getroffen. Nein, 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 nein. Wir sind jetzt ein bisschen vorsichtig. Ist zwar nicht allzu schwer, aber... Roger. So, und ich glaube, er ist kaputt. Wir haben den Mad Doctor besiegt. Ein großer Feind von Mickey, vermute ich jetzt einfach mal. Der älteren Teile. Ich habe die älteren hier nicht gesehen. Und da ist Pluto, unser bester Freund. Wie er springt. Well done, Mickey has defeated the Mad Doctor and rescued Pluto. Ja, wir haben Pluto gerettet.
und den Mad Doktor besiegt. Den bösen Doktor. Was ist das? Ein Busch auf Stelzen? Tut, tut. Ja, genau, doch den. Das habe ich, glaube ich, mal gesehen. Moose Hunters, 1937. Ja, das ist eigentlich eine. Also eine, wie soll ich sagen, ein kleines Filmchen, das ihr auch gesehen haben solltet. Bloß, dass dann, glaube ich, noch Donald dabei ist oder so in dem Filmchen. Da kommt auch schon, oha, der Hirsch. Der Elch. Was auch immer. Ich bin nicht gut in der Tierwelt. Ah. Warum fallen hier riesige Steine runter? Steinschlag. Bam, bam, bam. Oh, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir rechtzeitig durchgehen und... Wow. Das ist übrigens ein Speicherpunkt, diese Raketen. Also wird es gespeichert. Wenn wir kaputt gehen, dann werden wir da wieder respawned. Die Äste können uns auch wehtun, falls ihr das nicht wisst. Wow. Kommt jetzt das Ende. Wow, ja. Da ist auch schon der Stelzen-Mickey. Hey, guckst du nicht mal raus? Oh, schade. Ja, ich weiß, die Level gehen relativ schnell, aber so war das ja. Congratulations, Mickey has found Moose Hunters Mickey, but has also found a moose. Okay. Ja. Oh mein Gott. Lauf. Lauf. Um dein Leben. Wir müssen Äpfel sammeln. Mit den Äpfeln werden wir nämlich... Bleiben wir nämlich schnell. Wenn wir keine Äpfel sammeln, sind wir dran. Dann holt uns der was auch immer ein. Und wir sind dann kaputt. Und natürlich nicht über die Steine fallen. Das verlangsamt uns nur. Komm, mehr Äpfel. Mehr Äpfel. Oje, oje. Und das Wasser verlangsamt uns natürlich auch. Boah, zu viel, zu viel. Nein, nein, Äpfel sammelt den Apfel. Ach, gut, ein Apfel gesammelt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links. Ah, da ist noch einer. Und jetzt kommt bestimmt rechts einer, oder? Ich weiß nicht mehr. Das Wasser hängt her. Oh mein Gott, ich werde langsamer. Und da ist wieder ein Apfel. Wo ist ein Apfel, wo ist ein Apfel? Ah, da ist ein Apfel. Ja. Da ist der letzte Apfel. Oh. Ja, das war der letzte Apfel, genau. Die Wasserstellen hatte ich noch gewusst. Congratulations, Mickey has escaped from the rampaging moose. Okay. Ja, damit haben wir dieses Gebiet auch abgeschlossen. Ah, ein Geist. Bam. Bildschirmrand. Lonesome Ghosts. Dun, dun, dun. Hier liegt Schnee. Jetzt gehen wir in dieses Geisterhaus hinein. Lalalala. Okay. Oh, hey. Pluto. Hey, Pluto. Auf diesem Floß fließen wir jetzt. Wohin? Ja, hier ist alles ein bisschen dunkel. Wir sehen kaum etwas. Oh, da ist schon der erste Geist mit einem Holzpfahl in der Hand, der uns schlagen möchte. Die dürfen wir natürlich nicht berühren, ist ja sonnenklar, oder? Und diese Dinger sind auch schlecht. Sind solche Wippen. Und wenn wir da zu lange auf einer Seite bleiben, dann fliegt es auch wieder runter. Und wir fliegen wahrscheinlich ganz runter dann. Ah! Den Stern können wir nicht gebrauchen. Wir haben volle Le... Oh! Volle Lebenszahl. Ah, jetzt nicht mehr. Oh oh, oh oh. Geh schon bitte weg, ja. Was haben wir jetzt? Oh, da ist...
Ah, da ist ein Ding, Jetzt komme ich nicht mehr hoch, weil das schwimmt. Aber wir brauchen eigentlich kein Leben mehr. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir es jetzt endlich mal aufhören zu wippen da oben? Wir brauchen das Leben nicht. Ich glaube, wir kommen so durch. Wow. Immer diese stinkenden Abwasserkanäle. Nee, wo sind wir denn hier? Hier müssen wir aufpassen. Luft schmerzt. Also besser gesagt, die Klappen schmerzen, wenn sie hochgeschossen werden. Ah, nein. Nein, ich bin noch zu jung. Jetzt können wir hier auf die Klappen, die sich öffnen in einem bestimmten Rhythmus. Links. Man muss immer so springen, dass man ankommt. Wenn die wieder gerade sich öffnen. Dann werden nämlich die anderen... Oh! Okay, das war jetzt Glück, ne? Da musste man auch um einen bestimmten Zeitpunkt durchgehen, sonst wurde man von denen allen getroffen. Wir gehen einfach mal hier durch die nächste Tür. Okay. Ach, Wasser im Haus. Und die Dinger gehen nach der Zeit... nach einer gewissen Zeit unter. Und das Wasser... unter Wasser tut uns dann weh. Wir können unter Wasser natürlich nicht irgendwie schwimmen oder so. Das haben die damals noch wahrscheinlich noch nicht so richtig hingekriegt. Ich weiß auch nicht. Naja, Mickey. Ich habe Mickey eigentlich noch nie schwimmen sehen. Sagen wir es mal so. Komm, geh bitte weiter. Und schnell weiter. Geht das Wasser runter? Ja. Ey, die will ich noch haben. 49 Stück. Und Speicherpunkt. Nein, ich wollte gar nicht... Obwohl, ja, wir brauchen den Stern gar nicht. Und weiter geht's. La 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 la. Überall sind Geister, die uns wehtun, verdammt. Ich dachte, ich kann einfach so rüberspringen. Oh, im Hintergrund. Ah! Haben sich die Bilder ausgerollt. Nehmen den Tisch jetzt mit. Dann springen wir oben drüber. Warten, bis er wieder weg ist. Und dann schieben wir den Tisch weiter. Gute Taktik. Keine gute Taktik. Ah! So. Die nehmen wir mit. Komm, bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Boah, das war jetzt Glück. Eigentlich wurde ich ja getroffen. Ah, jetzt müssen wir dann... Können wir dann hier die Stufen hoch? Oder können wir da hinten noch irgendwas holen? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir schieben das erstmal ein bisschen weiter vor. Wir werfen ihre Hüte. Ne, da hinten war nichts mehr. Aber da oben ist ein Stern. Den möchte ich noch haben. In diesem kaputten Haus. Gibt's da auch irgendeinen Mickey-Film? Was zum Teufel? Okay. Das geht hoch und runter anscheinend. Wow. Au, au, au. Komm, geh wieder runter. Zu viele Geister. Ah, da drüben ist ein Stern. Den will ich haben, den will ich unbedingt haben. Ist mir egal. Sobald ich nämlich in die Tür reingehe, dann komme ich ja wieder raus. Ja, jetzt will ich wieder in die Tür. Genau so. Phew, that was close. Lonesome Ghost Mickey has been rescued and Mickey has escaped. Ja, und wir wechseln den Part. Bis zum nächsten Part.